Ein Kopfhörer, der keine Kompromisse eingeht, der Musikliebhaber unterschiedlichster Genres zufriedenstellt und sich anfühlt, als wäre er für einen selbst maßgefertigt. Dieser Kopfhörer soll seine Klasse definieren. Und obwohl bereits sein Vorgänger kaum verbesserungsfähig war, wurde er 2022 nochmals überarbeitet, um auch den letzten Kritiker zum Schweigen zu bringen. Und all das entwickelt und gebaut in Europa. Klingt fast schon ein bisschen utopisch. Wer Focal kennt, der weiß, dass sie vor allem somit die hochwertigsten Lautsprecher der Welt bauen. Die absolute Königsklasse stellt dabei die Utopia-Serie dar, bei der bereits die Einstiegsmodelle so viel kosten wie ein Kleinwagen. Das Ganze lässt sich dann beispielsweise in Form des Focal Grande Utopia auf bis zu 250.000 Euro fürs Paar hochschrauben. Utopia war schon immer das Juwel im Hause Focal. Und als man 2016 anfing, auch Kopfhörer zu bauen, brachte man direkt ein Modell auf den Markt, das so gut war, dass es den Markt schlagartig definierte und klar machte, wie sich Perfektion auf den Ohren anzuhören hat. Also logisch, auch dieses Modell musste einen Namen bekommen, der für Perfektion steht. Und der war nun mal Utopia. Ein Over-Ear-Kopfhörer, der in dieser Preisklasse seinesgleichen sucht. Und auch danach entwickelte man bei Focal noch weitere Kopfhörermodelle, die alle toll sind. Allerdings sollte keiner davon bewusst die Utopia übertreffen, wenn das überhaupt auch möglich gewesen wäre. Und daher ist der Focal Utopia auch heute noch der teuerste Kopfhörer im Hause Focal und auch auf dem Markt gilt er als einer der teuersten Kopfhörer überhaupt. Und er ist nicht weniger als ein Referenzmodell für viele Liebhaber. 4.000 Euro kostete das 2016er Modell damals, 5.000 Euro und damit 1.000 Euro mehr der Nachfolger, der 2022 das Parkett betreten hat. Und das ist exakt das Modell, das ich hier in meinen Händen halte. Ich durfte sie ein Jahr nach Markteinführung das erste Mal genießen. 2023 habe ich aber nicht nur mit dem Utopia herum experimentiert, sondern ich habe sie auch mit nach Irland genommen, wo ich mir exklusiv in der Sennheiser Manufaktur den tatsächlich teuersten Kopfhörer der Welt anhören durfte, den 65.000 Euro teureren HE1. Welchen Unterschied ein 70.000 Euro Kopfhörer zu einem 5.000 Euro Kopfhörer macht, möchte ich euch in diesem Video ebenfalls erläutern. Beginnen wir doch mal mit dem Moment des Auspackens, wenn wir uns die Focal Utopia nach Hause bestellt haben. Denn klar, für den Preis bekommt der Kunde schon jetzt ein besonderes Erlebnis geschenkt. Öffnet man die Kunstlederbox, präsentiert sich deren Inhalt umhüllt von einer samtigen Oberfläche. Es befindet sich eine Box und das Kopfhörercase darin. Selbst die Anleitung verdient eine eigene kleine Schatulle. Und in dieser befindet sich dann auch ein 3 Meter langes XLR-Kabel. Das Case bzw. Traveling Bag beinhaltet selbstredend die Focal Utopia selbst und ein weiteres Kabel, diesmal 1,5 Meter lang und 3,5 mm Klinke inklusive Adapter auf 6 Dreier Klinke als Alternative zum XLR. Im Übrigen haben abnehmbare Kabel auch den Vorteil, dass sollte es irgendwann mal zu einem Kabelbruch kommen, man nicht den ganzen Kopfhörer irgendwie aufwendig reparieren lassen muss, sondern man kann dann einfach das Kabel tauschen. Nimmt man den Utopia das erste Mal in die Hand, dann ist das schon der Moment, in dem man spürt, wofür man sein Geld ausgegeben hat. Und bei 5.000 Euro sollte man das auch. Wenn man so einen hochwertigen Kopfhörer das erste Mal in die Hand nimmt, dann wird man vielleicht ein bisschen vom Gewicht überrascht sein. Denn mit seinen 490 Gramm liegt er schon merkbar in der Hand, allerdings eigentlich auch nur da, denn auf dem Kopf verteilt sich das Gewicht eigentlich ziemlich gut und der Anpressdruck auf die Schläfen und die Ohren, der geht wirklich absolut in Ordnung. Trotzdem ist das immer eine ganz individuelle Wahrnehmung. Von daher rate ich euch sowieso, kommt doch mal in den Audio Select Store nach Dortmund vorbei. Da gibt es ein Regal mit ganz vielen tollen Kopfhörern. Und die solltet ihr auch mal einfach durchhören, um zu gucken, was gefällt euch vom Klang am besten und natürlich auch von der Passform. Und klar, natürlich trägt auch die Materialwahl zum Ersteindruck bei. Und die ist hier ebenso erstklassig beim Utopia wie der Hörgenuss, zu dem wir gleich noch kommen. Direkt auffallen werden euch die aus recyceltem Carbon geschmiedeten Bügel, die quasi das Verbindungsstück zwischen der Hörmuschel und dem Headband sind. Auch wegen ihrer Optik, nicht zuletzt aber auch wegen der Haptik und selbstredend trägt dieses Material dazu bei, dass eben nochmals Gewicht eingespart werden kann. Auf der Innenseite der Muschel folgt das Wabengitter der Kurve des Lautsprechertreibers und ist daher ebenfalls M-förmig. Focal erklärt dazu, es diene einer besseren Linearität bei den höheren Frequenzen. Sowohl das Polster der Hörmuschel als auch des Bügels sind mit echtem Lammleder bezogen. Das Leder ist am gesamten Kopfhörer perforiert, was seiner Offenheit entgegenkommt.
Aber was bedeutet das eigentlich, Offenheit? Also das ist ganz grundlegend bei diesem Kopfhörer, denn der Focal Utopia setzt eben auf eine offene Bauweise. Und um euch mal den Unterschied zu erklären, was eigentlich eine offene und geschlossene Bauweise bedeutet, ziehen wir mal einen Kopfhörer aus einer ganz anderen Preis- und Qualitätsliga heran, und zwar die Apple AirPods Max. Die eignen sich ganz gut, um mal zu zeigen, was ein geschlossener Kopfhörer ist, denn an der vollständig von Aluminium umhüllten Außenseite der Hörmuschel seht ihr, da kann quasi keine Luft bzw. kein Schall entweichen. Geschlossene Bauweisen finden sich aber nicht nur im durchschnittlichen Preisbereich. Auch Focal hat zum Beispiel geschlossene Kopfhörer im Programm. Zum Beispiel hier, das ist der Focal Stellia, ebenfalls ein echtes Topmodell, Kostenpunkt ca. 2.500 Euro. Und im Gegensatz zu den AirPods Max erkennt der Laie hier vielleicht nicht sofort, dass es sich um einen geschlossenen Kopfhörer handelt, weil der eben auch diese Löcher quasi in der Oberfläche hat. Aber wenn man hier etwas genauer hinsieht, bemerkt man, dass nichts wirklich perforiert, sondern die kreisrunden Flächen und damit die Außenwand der Hörmuschel ist tatsächlich zu. Das beeinflusst den Klang wirklich hörbar, weshalb sich hier nicht selten die Geister scheiden, was jetzt die bessere Bauweise ist. Beim Focal Utopia ist die Hörmuschel also wirklich durchlässig und deswegen haben wir hier auch eine offene Bauweise. Musik, also Schallwellen, können dann nach außen ablaufen und treffen daher nicht auf eine Wand, die Wellen wieder am Treiber vorbei zurück ins Ohr reflektieren würden. Beim Utopia versucht man so zu verhindern, dass der schwingende Treiber nicht in weitere Bewegungen versetzt wird und es zu möglichst geringen Verzerrungen kommt. Diese Bauweise hat aber auch zur Folge, dass man sehr deutlich hören kann, was ihr gerade hört, wenn man neben euch sitzt. Es ist also vielleicht nicht unbedingt der beste Kopfhörer für die U-Bahn, also das sei euch an der Stelle gesagt, genauso wie, dass es keine Funktion wie Active Noise Cancelling oder sowas gibt. Im Inneren befindet sich nun die eigentliche Ingenieurskunst. Um ein ähnliches Hörempfinden zu schaffen, welches vergleichbar mit den Focal-Lautsprechern sein soll, setzt man auf einen hochwertigen dynamischen Kalottentreiber. Das eingesetzte Material macht hier neben der Bauform den Unterschied. Es handelt sich um Beryllium und das ist deutlich steifer und dabei trotzdem leichter als andere Membranwerkstoffe, da man eben durch die hohe Steifigkeit auch noch sehr dünne Membranen verbauen kann. Das ist also ein bisschen wie bei Carbon, so ein Win-Win-Material. Es soll laut Focal für Transparenz sowie Impulsgenauigkeit sorgen und Klangverfärbung auf ein Minimum reduzieren. Klingt logisch, denn je weniger die Kalotte von Fremdeinwirkungen bestimmt werden kann, desto unverfälschter ist natürlich am Ende auch das Klangergebnis. Und auf das sollten wir jetzt mal genauer eingehen und dazu haben wir diesen Kopfhörerverstärker hier aufgebaut. Und für Leute, die noch keine Berührungspunkte mit solchen Kopfhörern hatten, die wundern sich jetzt vielleicht, dass man die Dinger nicht einfach so ins Smartphone stecken kann. Liegt auch daran, dass es meistens keine Klinkenstecker mehr in Smartphones gibt. Aber nein, der Grund ist der, solch leistungsstarke Kopfhörer benötigen einen eigenen Verstärker. Aber keine Panik, wir haben euch auf diesem Kanal ja schon mal Kopfhörerverstärker gezeigt. Damals den Mojo und Hugo, also deutlich reisetauglichere Kopfhörerverstärker. Der Name Unity Atom, der ist was fürs Wohnen bzw. Musikzimmer. Und ich bin schon ein bisschen sehr angetan von den Name-Geräten. Und auch dieses Modell hier kommt in so einem clean Finish daher. Das sieht einfach genial aus. Das ist mal ein Verstärker, so wie er sein sollte. Butterweiche Lautstärkeregulierung und dann ist das Teil auch noch ein Streamer. Also ja, Tidal, Rune etc. alles hiermit spielbar. Natürlich auch unterstützt durch die geniale Name-App. Steuerbar ist das Gerät im Übrigen auch per Fernbedienung und dabei ist Folgendes ganz clever gelöst. Ich kann nämlich, wenn ich an die Lautstärke rangehe, sehen, wie hoch die auf dem Unity eingestellt ist. Das macht vor allem dann Sinn, wenn sich der Verstärker nicht direkt neben euch befindet und ihr nicht darauf blicken könnt. Denn wenn man dann einen Kopfhörer aufsetzt und die Lautstärke wäre noch voll aufgedreht, dann platzt einem das Trommelfell. Mit der Fernbedienung kann einem das nicht passieren. Ich könnte euch jetzt noch mehr zu diesem Kopfhörerverstärker erzählen, aber um den geht es hier heute leider nicht. Trotzdem noch erwähnenswert, unseren Utopia können wir hier sogar direkt über XLR anschließen. Und das, was da rauskommt an Klang, das ist wirklich einfach toll. Die Dinger hören sich wirklich einfach grandios an. Da verspreche ich euch nicht zu viel. Also wenn ihr die Möglichkeit mal habt, die Dinger auszuprobieren, kommt gerne vorbei. Dann werdet ihr wahrscheinlich Ähnliches berichten. Im Gegensatz zu den meisten geschlossenen Kopfhörern hat man beim Utopia jetzt nicht unbedingt diesen Druck auf den Ohren, sondern der ist buchstäblich einfach offener. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass grundsätzlich alle geschlossenen Kopfhörer das nicht irgendwie auch so ein bisschen bieten können. Ein Beispiel wäre hier der Stellia. Der bietet trotzdem irgendwo auch diese Offenheit und ich habe mal ein bisschen mit dem Netz gestöbert und es muss tatsächlich mit dem Membranwerkstoff irgendwie zusammenhängen, denn hier in diesem Fall setzen beide Kopfhörer auf Beryllium. So, aber ist jetzt unser Focal Utopia Lichtjahre vom teuersten Kopfhörer der Welt entfernt? Der Sennheiser HE1, den ich zu Beginn des Videos schon mal erwähnt habe, kostet 70.000 Euro
Und mein damaliges Fazit war, dass ich bis dato wohl keinen Kopfhörer auf den Ohren hatte, der wirklich so gut geklungen hat. Aber ich habe wirklich beide Modelle, also den Utopia und den HI1, im direkten Vergleich gehört. Und eins kann ich euch verraten, Welten trennen die beiden jetzt nicht. Klar, guter Klang ist auch immer eine sehr individuelle Wahrnehmung, aber ich habe damals vor Ort auch mit vielen Experten und Kollegen gesprochen und die haben das tatsächlich auch ähnlich gesehen. Also der HI1 bleibt ein ganz toller Kopfhörer, aber man zahlt eben nicht nur für den Klang dort, sondern auch ein bisschen fürs Drumherum. Die im Vergleich finanziell deutlich sinnvollere Anschaffung ist also der Focal Utopia. Und natürlich ist der auch nicht günstig, aber wenn ihr euch ihn gönnt, dann kann ich euch sagen, ihr werdet kaum bessere Kopfhörer finden. Testen könnt ihr das Ganze natürlich vor Ort bei Audio Select in Dortmund und wir freuen uns auch über eine Bewertung dieses Videos oder ein Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, spätestens. Also bis dahin, macht's gut!